Hallo und herzlich willkommen auf der Losberg, wieder zusammen mit Luca, Lenzos, Malte und Olli. Hi. Servus. Habe ich dieses Mal richtig gesagt? Nicht wirklich. Mensch, gut. Ich gebe dir jetzt einen coolen Spitznamen, Len. Len. Das ist cool und man kann es quasi nicht falsch aussprechen. Ja, das funktioniert hier mit den Heuballen, das ist schon mal schön. Boah, ich finde den Himmel gerade richtig geil. Alter. Ja, das sieht schon nice aus. Gerade mit dem Optum, ne? Und der Rundballenpresse dazu. Hier ist gerade richtig was los auf dem Feld. Naja, nebenan werden Sonnenblumen gelegt. Ja. Das, was, das Spann, was ich im Moment feiere, der kleine MF mit der Rundballenpresse. Warte, ich mach auch mal einen Screenshot. So. Boah, der Himmel ist einfach geil hier auf der Losberg. Das war früher auch sowas. Die meisten Maps hatten alle denselben Himmel. Scheiße. Und mittlerweile machen die ganzen Modder auch unterschiedliche Himmel. Das ist auch schön. Bin gerade einfach mal so auf dem Spiel getappt. Bist du rausgetappt einfach? Oder, ja. Bist du rausgeflogen oder? Nee. Manchmal fliegt man nämlich raus. Das kann schon mal passieren. Ist selten, aber gerade wenn man joint und so, sollte man nicht unbedingt raus haben, weil dann gibt's meistens Malheur. Aber meistens. Ich immer. Was meint ihr so? Sollen wir noch den nächsten Schlepper anschaffen und ein bisschen Geräte oder direkt wieder neues Feld? Ich würde sagen Schlepper und neue Geräte, oder? Mhm. Na gut, kommt halt drauf an, welche, ne? Ja, auf Dauer. Ich würde Drescher-mäßig gar nicht so viel größer werden wollen, aber ein zweiter wäre auf Dauer, glaube ich, ganz cool. Ja. Weil das Problem ist, selbst wenn wir hier Felder verbinden, es ist teilweise auch mit dem Fan, den wir jetzt haben, finde ich in den Straßen schon ganz schön eng. Na gut, du holst hier halt noch so ein kleinerer. Ja, noch kleiner, weiß nicht, ich klar, möchte ja auch nicht zu klein oder 500. Ich habe an einen MF oder so gedacht, ich bin mir noch nicht so sicher, an den größeren, also an den nicht ganz großen MF. 7000 so. Ja, und dann, ich glaube, da gab es auch auf jeden Fall noch was mit deutlich unter 10 Meter Arbeitsbreite, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da könnte der man vom, dann... Der vom Typ her ist wie der Fendt, der MF. Ja, die sind ja so... Ist ja quasi wie nur eine andere Marke drauf. Und eine andere Farbe. Ja. Achso, ihr redet jetzt vom Drescher, ihr 7000 Richter Traktor. Ja. Jetzt gerade haben wir einen 7,6 Meter. Was, 7,6? Ja, gut. So 10 werden, glaube ich, ganz cool. Da könnte man das Powerflow nehmen, das hat 10,7 aber schon. Oder man nimmt das von Case, das hat 10,5. Oder man nimmt Rosselmarsch, da gibt's natürlich 9 Meter. Wenn man zu viel Auswahl hat, ne? Ja, beim LS17 ist doch schon echt Auswahl, ne? Ist nicht mehr so, dass man denkt, okay, ich will einen Drescher kaufen, der so und so breit ist. Da gibt's nur einen. Sondern jetzt ist halt so, da gibt's die Marke und die Marke und die Marke. Und wenn man noch ein bisschen nach oben und unten geht, dann gibt's noch die Marke und das Modell. Ja, die Auswahl ist manchmal auch hinderlich, weil man dann immer so lange braucht, um sich zu entscheiden. Zumindest ich. Ich habe heute schon erste Bilder zum LS18 gesehen, zur Handy-App. Okay. Möchte ich mir ehrlich gesagt auch holen, aber für PlayStation Vita. So eine habe ich noch, die spiele ich fast nie. Und ich dachte einfach mal so für zwischendurch. Wäre das mal ganz nett. Ja. Wie also sahen die Bilder so aus? Ja. Also die Bilder, also es soll jetzt Frontlader geben. Ich habe einen MF mit Poltergabel gesehen, also Forst und halt hauptsächlich Maschinen, die es im LS17 jetzt auch gibt, so MF und so. Ja. Sollen da halt drin und Fendt halt.
Also ich kann mir vorstellen, dass das für eine Handy-App eine relativ geile App wird, auf jeden Fall. Ja. Ich bin nie so der Handy-Gamer gewesen. Ja, war ja schon nice. Ja. Aber du hast jetzt halt die Markenauswahl. Gut, die werden nicht jedes Gerät übernehmen, aber viele. Und dann dazu eine ordentliche Grafik. Vielleicht noch ein bisschen... Ich weiß gar nicht, gab es bei dem alten Multiplayer? Ich glaube nicht, ne? Beim LS16, ja, beim 14er gab es sogar auch schon einen Multiplayer. Ja. Aber halt nur lokal. Über das Problem beim 14er war, meine ich doch auch, dass man zum Beispiel beim Drescher war das Schneidewerk immer fest dran. Das konntest du gar nicht abkuppeln und so, ne? Beim 14er, da war das nur bei dem Dings so, wie heißt das? Bei dem Deutz konnte man das abnehmen und bei dem großen Case, aber bei dem Farmedrescher und beim Häcksler nicht. Okay. Und glaube beim 16er hat sich das auch noch nicht geändert, dass man bei dem Häcksler das Schneidwerk abnehmen kann. Aber bei den Dreschern zumindest. Kann man auch Maislöcker davor hängen. Aber das kommt man im LS14er auch schon. Aber im 16er ist halt nur dazu zugekommen, dass Rüben und Kartoffeln da anbauen kannst und halt Forstwirtschaft. Also unten in der Stadt läuft es bei mir irgendwie ist gut. Vielleicht weil da kaum jemand rumfährt. Ich hab ja auch zum 16er, also habe ich auch meinen Kanal eigentlich hauptsächlich mit angefangen, also mit der 16er App. Habe ich auch viele Videos zu gemacht und wurden auch recht viel geschaut. Wie hast du den aufgenommen? Über AZ Screen Recorder, also das war damals das Programm so, da musstest du schon das Neueste haben, also Android 5 von den Systemvoraussetzungen. Nimmt der das dann auf das Handy auf oder wie? Ja, dann nimmt das Handy den Handyscreen aus, also ja, oder den Tablet-Screen halt, was du nimmst. Ja, und den Ton halt von dem Mikro und halt die Bildqualität war auch nicht so. Kannst sogar 2K aufnehmen bis zu 60 FPS. Okay. Das ist recht gut, das Programm. Also die App. Ja, ich mache das WLAN aus, halt mir scheißegal. Und das auch ohne Root. Also brauchst nicht rooten, das Gerät. Okay, ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Das war nämlich so eine Geschichte. Abfilmen ist natürlich extrem billig. Ja. Ja. Ja, damit habe ich mich als erstes beschäftigt. Also, denn irgendwann September ist dann so. Ich habe ja im Juni angefangen und September ist dann LS15 halt für Computer noch dazugekommen. Am Kanal. Ja. Ja, ich muss mal schauen, ob ich da vielleicht auch irgendwas mitmache. Weiß man schon ungefähr, wann das Spiel rauskommen soll? Ende dieses Jahres. Ach, Ende also des Jahres erst? Ja, an der Farmcon, denke ich mal, wird es hauptsächlich um die 18er App gehen. Denke ich mal. Ja, könnte ich mir vorstellen, schon, dass da mehr kommt. Ich habe damals auch schon die 12er App gespielt. Damals, wo ich mein erstes Handy hatte. Mein iPhone. Ja, um es richtig gut zu machen, könnte man es wahrscheinlich auch mit HDMI-Signal und damit Capture-Card oder so machen, ne? Ja. Aber ist dann halt auch wieder teuer, dann brauchst du ein Tablet mit HDMI-Anschluss, eine Capture-Card und so weiter. Hat ja auch nicht das Tablet einen HDMI-Anschluss. Ja. Wird ja immer auf weniger Anschlüsse gesetzt, so wie beim neuen MacBook. Ja, in der Regel, die meisten haben, glaube ich, mittlerweile noch Kopfhörer und halt einen Anschluss zum Laden und Daten austauschen. Ja, nicht mal bei vielen sogar nur noch einen Anschluss, so wie beim neuen iPhone. Ja. Lightning und kein Kopfhörer mehr, alles nur über Adapter. Aber soll es sein, oder über Bluetooth. Halt Kopfhörer hauptsächlich. Holst du dir den Farming 18 dann? Ja, denke. Auch den neuen Bausimulator, der jetzt am 23. März rauskommt, der wird dann auch auf meinem Kanal kommen. Ist auch mobile Version, ne? Ja, der Bausimulator 2. Also manchmal denke ich mir ja, das wird schon irgendwie Bock machen. Ja. Aber irgendwie, ich bin einfach nicht so in diesem Handy-Genre unterwegs. Und müsste mir halt erstmal ein aneignen, wie man das überhaupt vernünftig halt aufnimmt. Also ich fand das jetzt eigentlich von der Qualität her, also von der Bildqualität her ist es gut, also jetzt AZ. Nimmst du dann wahrscheinlich auf der SD-Karte im Handy oder so auf, ne? Ja.
Ja, oder bei meinem Handy das, womit ich jetzt aufnehme, also da ist der Speicher nicht mehr erweiterbar, habe ich zwar 32 GB intern. Ja, den hast du wahrscheinlich, wenn du länger aufnimmst, relativ schnell voll, ne? Ja, momentan habe ich 9 GB frei. Okay. Wie viel Gigabyte braucht der ungefähr, wenn du eine Stunde oder so die App aufnimmst? Eine Stunde, keine Ahnung. Also ich nehme ja immer 15 Minuten auf. Meistens werden die Folgen so 500 MB groß. Ach, das geht aber eigentlich. Ja. Ja, mal schauen. Wollte ich mir auf jeden Fall mal so für Vita oder so holen. Vielleicht hole ich es mir sogar fürs Handy. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte ich da dieses Mal reinschnuppern. Habe ich beim 16er eigentlich auch schon gedacht. Ja, mal schauen. Bausimulator war ja auf dem Handy auch ziemlich geil, die erste Version. Ja. Und ich denke mal, dass in ein, zwei Jahren dann auch irgendwann nochmal eine gute PC-Version von denen kommt. Hoffe ich. Ja. Straßenbau ist ja jetzt ein neues Feature, was jetzt kommt. Ah, dann richtig so mit Asphaltiermaschinen und sowas? Ja, und Asphaltfräse. Ja, ich fand teilweise, es war so eine Mischung beim Bausimulator, dass es so gewisse Aufgaben gab, die einfach sich mega hingezogen haben. Und andere coole Aufgaben waren so gefühlt mit zwei Klicks halt erfüllt. So wie Schuttcontainer wegbringen. Ja, oder boah, es gab irgendwie ja so Elemente gießen, ne? Da hattest du auf einmal zig Elemente und hast gefühlt eine halbe Stunde da gegossen. Und dann hattest du irgendwas Cooles. Und dann hattest du da irgendwie, was weiß ich, einen Generator aufs Dach stellen. Jo. Oder einfach so, ja, ich darf den Kram benutzen. Oh, schade, nur einmal. Die Sonderaufträge sind immer noch die besten. Oder am meisten auch zu tun hast. Ja. Also im Bausimulator habe ich echt extrem gefeiert. Vor allem, weil dort halt auch Maschinen vorhanden sind, die ich bei mir in der Firma baue. Okay. Weil ich arbeite bei Lebherr. Ja gut, da bist du natürlich bei dem Spiel dann genau richtig. Ja. Soll ja für den 15er jetzt noch ein neues DLC geben mit zwei neuen Lebherr-Baggern. Einen richtig großen Kettenbagger und einen Radbagger. Okay. Noch für das alte PC-Spiel? Ja. Was soll jetzt als nächstes noch kommen, DLC? Ja, das tun sie immer noch updaten mit DLCs. Ja, da haben sie sich wieso Mühe gegeben. Am Anfang war ja die Performance so, wenn du in den Ort reingefahren bist, dann ging ja gar nichts mehr, ne? Mhm. Hätte ich eigentlich die Ballenpresse? Ich finde die Performance, die läuft ganz gut. Und der jetzt? Multiplayer finde ich auch, der läuft jetzt auch inzwischen. Ja, jetzt nicht sogar schon, ne? Besser als im LS. Ja, im LS, wenn einmal alles passt, dann passt. Aber da darf halt nichts dazwischen kommen, ne? Ja. Aber wer hat gerade nach der Presse gefragt und was war mit der? Wie weit die ist? Oh, da muss Luca redet ja nicht, ne? Wegen seinem Echo. Kannst du vielleicht im Chat schreiben oder so, Luca? Also an der Kuhn-Säh-Kombination gefällt mir nicht, dass die immer so kleine Lücken lässt beim Säen. Bin ich ein bisschen kacke. Ja, das passiert schon mal schnell. Auch bei dem großen Grubber, der dann gleichzeitig Zwischenfrucht macht, ist das nicht so schön. Weil der zieht halt eine Grubberspur und wenn du dann aushebst, dann hast du immer so anderthalb Meter gegrubbert und nicht gesehen. Ja, genau, ja. Boah, das sind ganz schön viele Ballen, ne? Du musst beim Ausheben einfach nur weiterfahren. Dann wird es hinten dran auch noch weitergesät. Mache ich bei mir jetzt zum Beispiel. Das funktioniert dann eigentlich recht gut. Welche Felder wurden jetzt schon überall gepresst? Wir wissen es ja nicht, Luca, redet ja nicht. Ach ja. Aber die Frage kam ja gerade schon. Also 31 ist auf jeden Fall fertig, auf 32 ist er gerade. Und ich weiß nicht, wie es auf 38 aussieht. 38 war er, glaube ich, noch nicht. Okay, dann ist er noch nicht ganz so weit. Ich
Ja, nee, weil ich würde jetzt auf Feld 60 gern komplette Bahn fahren. Also mit GPS und so weiter. Beim Schwader oder was? Ja. Hab es zweimal Rundkurs gemacht, also zweimal außenrum. Ja, kannst ja machen. Wird es gleich. So schnell ist, glaube ich, Luca noch nicht bei dir. Der muss ja vorher dann hier noch eins machen und so. Hast du ja erstmal noch deine Ruhe. Gut. Nee, ich fahre nämlich gerade auch mit 10 km/h, weil das sonst anders nicht geht. Von dem Lag-Verhalten und so weiter. 20 oder so kann man damit fahren, ne? Mit dem Schwader. 17 oder so. Wie viel? 17, glaube ich. Ja. Ja, man kann eigentlich theoretisch relativ zügig fahren. Aber muss man ja auch nicht. Wenn man nee, sich überlegt, wie viel der zu tun hat bei uns. 22 kannst du damit fahren. Ja. Dann nützt bei mir ist nichts mit den Legs. Aber. Darum fahre ich lieber langsamer. Ja. Ja. Immer mit der Ruhe. Hauptsache, die Arbeit wird ordentlich gemacht. Ja, deswegen ja. Ja. Aber wir haben uns heute auch schon wieder um unsere Viertelstunde gebracht. Schon wieder. Jo, schon wieder geschafft. Für heute. Ich würde sagen, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ja. Ciao.